Ja, okay, heute Thema 10-Finger-Tastaturschreiben in der Schule. Ja. Ja, das ist ein Thema, das sehr kontrovers auch unter anderem diskutiert wird. Soll man 10-Finger-Schreiben lernen? Ja oder nein? Ne? Da kommen diejenigen, die ohne 10-Finger-Tippsystem schnell tippen können, sagen, ist doch eigentlich gar nicht notwendig. Ne? Ich kann es auch relativ schnell, ich kann es schneller als jemand, der mit 10 Fingern schreibt. Andere kommen und sagen, nee, nee, das ist ganz wichtig, dass ich das gelernt habe und ich bin froh, dass ich es gelernt habe. Und wenn ich es nicht gelernt hätte, dann, oder ich würde mir es nicht wegwünschen, ja, sondern das ist eine Erleichterung für mich, das zu können. So. Ja, Frage 10-Finger-Tastaturschreiben in der Schule, ja oder nein? Und wie, das besprechen wir heute dann. Erstmal aber vielleicht ein paar Informationen überhaupt zum 10-Finger-Tastaturschreiben. Derjenige, der das nicht kann, ja, der nicht 10-Finger-Tastatur schreiben kann, der bedient sich natürlich anderen Möglichkeiten. Eine davon, die immer wieder auch als Begriff erwähnt wird, ist hier das Adler-Suchsystem. Ne? Wie funktioniert das Adler-Suchsystem? Ich habe also die Tastatur vor mir, ich kreise mit meinem Finger über der Tastatur, ne, bis ich irgendwie mein Opfer, das heißt meine Taste, gefunden habe und dann schlage ich zu. Ja? So. Das ist natürlich ein System, was relativ langsam ist. Ne? Also wenn ich mit diesem System beginne, dann dauert es relativ lange, bis ich so einen vollständigen Text getippt habe. Wenn man so beginnt, und mit der Zeit immer mehr an Schnelligkeit gewinnt, dann eignet man sich ein individuelles Tippsystem an, ja, das jetzt nicht auf dem 10-Finger-Tippsystem basiert, aber trotzdem durchaus schnell sein kann. Also ich bin so einer. Ich habe nie 10 Finger schreiben gelernt und ich habe eine irrsinnige Geschwindigkeit, wenn ich tippe. Ja? Trotzdem ist es so, also ich persönlich bin schnell, mache aber relativ viele Fehler beim Tippen. Ja? Und ich muss auch immer mal wieder auf die Tastatur schauen. Der Hintergrund vom 10-Finger-Schreibsystem ist natürlich, gibt verschiedene Vorteile. Einmal, man kann blind schreiben, und zwar komplett blind schreiben. Man muss sich nicht immer wieder rückversichern durch einen Blick auf die Tastatur, wo denn die Tasten liegen beispielsweise. Das hat den Vorteil, ne, wenn ich blind schreibe, also wenn ich nicht auf die Tastatur schauen muss, dass ich auf den Monitor schauen kann. Ich kann permanent auf den Monitor schauen und parallel automatisiert schreiben. Oder ich kann auf meine Textvorlage schauen. Oder ich kann die Textvorlage mit dem Monitor, mit dem Blick zwischen Textvorlage und Monitor immer wieder hin und her wenden lassen, ohne immer wieder auf die Tastatur schauen zu müssen. Also blind schreiben ist ein Vorteil des 10-Fingerschreibens. Das ist übrigens kein identischer Begriff. Ne? Es gibt auch Möglichkeiten, blind zu schreiben, ohne 10 Finger zu schreiben. Also wenn ich beispielsweise den Nummernblock bediene mit einer Hand, ja, dann ist es nicht 10 Fingern schreiben. Es kann aber trotzdem relativ blind passieren, ne? Wenn es automatisiert passiert. So. Außerdem ist ein großer Vorteil des 10-Fingerschreibens Schnelligkeit. Wenn ich das richtig gut kann, dann bin ich schnell. Ja, und die Schnelligkeit, die misst man, gibt es unterschiedliche Maße. Eins davon ist Anschläge pro Minute. Also wie viele Tastenanschläge schaffe ich pro Minute? Außerdem besteht die große Gefahr in den individuellen Tippgewohnheiten, die man sich so aneignet, wenn man das nicht mit diesem System macht, dass man sich unergonomische Tippgewohnheiten aneignet. Und dann gibt es irgendwann Probleme. Man kriegt in den Händen Probleme, in den Gelenken Probleme, in den Ellenbogen Probleme, in der Körperhaltung Probleme. Ja? Also wenn man sich nicht diszipliniert eine bestimmte Körperhaltung und eine Art des Tippens angewöhnt, dann kann es relativ schnell zu gesundheitlichen Problemen führen. Ja? Insofern ist, andersherum gesprochen, das 10-Fingerschreiben eine Möglichkeit, der ergonomischen Arbeitsgestaltung und damit der Vermeidung von Gesundheitsproblemen durch intensive, häufige Tastaturverwendung. Ja, und außerdem zählt natürlich dazu, das ist jetzt nicht wirklich 10-Fingerschreiben, aber es wird in dem Kontext immer mal wieder erwähnt, dass das auch dazu führt, dass man vielleicht eher dazu tendiert, Tastenkombinationen zu verwenden als die Maus. Und das Verwenden von Tastenkombinationen ist natürlich eine sehr schnelle Möglichkeit, Kommandos an Anwendungsprogramme zu senden.
Als wenn ich mit der Maus hier erstmal die Maus bewege, aufs Menü klicke und so und dann auf Kopieren, ne, wenn ich Steuerung C, zack, ja, dann habe ich schon kopiert. Ja. Und immer dieses automatisierte Steuerung S zwischendrin mal, wenn man schreibt, einfach um sicher zu sein, dass wenn der Rechner abstürzt, dass man alles gespeichert hatte. Ne. Immer mal wieder Steuerung S. Das muss auch automatisiert gehen. Wenn man nachdenkt, Steuerung S. Ja, so. Okay, das ist ein Vorteil des 10-Fingerschreibens. Ja. Jetzt kann man sich überlegen, soll man das in der Schule machen? Ne? Oder ist das eher eine Sache, die man außerhalb der Schule erlernen sollte? Das können wir auch nachher noch diskutieren. Also wir haben am Ende der Sitzung heute genug Zeit, Pros und Kontras zu diskutieren. Zunächst aber mal hat man als Lehrer manchmal gar nicht die Wahl. Ja? Wenn man hier mal die Bildungsstandards BW anschaut, Baden-Württemberg, Bildungsplan Werkrealschule, Klammer auf, ich habe es jetzt weder in der Hauptschule gefunden, in alten Hauptschulplänen noch in den, doch in alten Hauptschulplänen ist es drin. Ich habe es nicht in der Realschule gefunden und nicht im Gymnasium, ja, aber in der Werkrealschule steht auf Seite 161 die informationstechnische Grundbildung, also in den ITG-Bildungsstandards, ja, die informationstechnische Grundbildung soll von Anfang an durch eine gezielte Schulung zu einer beschleunigten Eingabe von Daten mit der Tastatur ergänzt werden. Da kann man jetzt alles drunter verstehen, beschleunigte Eingabe von Daten. Jetzt aber, Klasse 5 und 6 steht auch noch explizit da, die Schülerinnen und Schüler können die Computertastatur mit 10 Fingern bedienen und es steht da Tastaturschreibkurs. So, Bildungsstandards. Das heißt, muss man machen. Gut. Klammer auf, ne? Aus didaktischen Gründen kann man sich natürlich immer noch überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob wir es tun sollten oder nicht. Ne? Aber hier ist es gefordert, das heißt nach den Bildungsstandards soll man es machen. Auch in anderen Bundesländern findet man vereinzelt solche Hinweise in Bildungsstandards und insbesondere international. Also wenn man mal in die USA schaut oder in andere englischsprachige Länder, da gibt es Keyboarding. Ja, Keyboarding und zwar durchaus auch schon in der Primary School. Das heißt, Neunjährige, Zehnjährige, Elfjährige lernen Tastaturschreiben. Das wäre in etwa so, wie wenn man hier in der Grundschule ab der dritten Klasse Tastaturschreiben lernt. So. Und ich sage jetzt mal provokant, das sollte man auch. Ja? Dritte Klasse ist genau, oder vierte Klasse von mir aus, ist genau die Stelle, an der es passt. Weil man kann schon schreiben und lesen, also handschriftlich schreiben hat man gelernt, lesen hat man gelernt, ne, dritte, vierte Klasse. So, das heißt, man kann mit Texten, man hat gewisse Textkompetenzen, Lesekompetenzen, Schreibkompetenzen und man hat sich noch kein anderes System angewöhnt. Die Gefahr ist nämlich, ne, wenn man sich ein System angewöhnt hat und man ist einigermaßen gut dabei, dann lernt man nicht 10-Fingerschreiben. Außer mit erheblichem motivationalen Nachdruck, den man sich selbst gibt. Ja. Also ich persönlich habe jetzt keine Motivation, mehr 10-Fingerschreiben zu lernen, weil ich damit erheblich langsamer wäre als mit der Methode, die ich jetzt drauf habe. Aber wenn ich es richtig von Anfang an gelernt hätte, also nicht von Anfang an verdorben gewesen wäre, ja, dann wäre ich vielleicht jetzt genauso schnell, aber würde 10-Fingerschreiben, hätte dadurch eben die anderen Vorteile, voll blind schreiben zu können und vielleicht dabei weniger Fehler zu machen und das Ganze auch noch ergonomisch. Okay, wo kommt eigentlich das 10-Fingerschreiben her? Ja, natürlich von der Schreibmaschine. Die Schreibmaschine war das erste Gerät, mit dem man jetzt hier mit einer Maschine letztlich in dieser Form Texte produzieren kann. Und die Tastatur, die Computertastatur ist natürlich an der Schreibmaschine orientiert. Und Sie alle wissen, es gibt die sogenannte QWERTY-Tastatur, die im Deutschen QWERTZ-Tastatur heißt, ne? Weil Y und Z im Deutschen vertauscht ist, im Gegensatz zu den englischsprachigen Tastaturen. So, die ist natürlich benannt nach der ersten Zeile. Ne? QWERTY ist hier gerade die erste Buchstabenzeile oder der Beginn der ersten Buchstabenzeile. So. Wo kommt das her? Diesen Aufbau hat sich Christopher Sholes 1878 ausgedacht, ein bisschen früher schon, aber das Bild stammt hier von 1878. Ja. Und warum hat er sich das ausgedacht? Naja, er hat festgestellt, dass es sinnig ist, die Buchstaben so anzubringen, weil
Es gibt, weil beim Tippen sich häufiger Typenhebel Hebel verhakt haben. Ja? Also diese Striche, die Sie da oben sehen hier, das sind Typenhebel. Also die Dinger, die so aufklappen, wenn man auf eine Taste drückt, dann schnellt das Ding nach vorne und presst den Buchstaben aufs Papier. Ne? So Typenhebel beim Zurückgehen, ne? wenn die langsam waren, also wenn die Typenhebel nicht schnell genug zurückgegangen sind und der neue Typenhebel schon ankam von der neuen Taste, dann haben sie sich häufig gegenseitig behindert, sodass die Buchstabenverteilung, die hier jetzt angegeben ist, diejenige ist, bei der Buchstaben, die nebeneinander liegen, oder Buchstaben, die in Wörtern nebeneinander stehen, hier nicht nebeneinander liegen. Ja? Also Buchstaben, die in häufig gemeinsamen Buchstabenkombinationen vorkommen, die also hintereinander getippt werden, die liegen hier günstig verteilt, so dass sich die Typenhebel nicht verhaken. Auch eine interessante Anekdote an der Stelle ist, dass man mit dieser Tastatur mit der ersten Zeile das Wort Typewriter schreiben kann. Ja? Da fragt man sich jetzt auch, war das ein Gag oder Informatiker machen sowas ja auch gern, ne? Dass sie irgendwie sowas einbauen oder so. Okay, da gibt es Spekulationen drüber, warum, ja, dass man in Verkaufssituationen darauf verweisen kann oder so. Naja, habe ich bei Wikipedia nachgelesen, können Sie auch mal gucken. Ne? So, das war also letztlich die Geburt dieser Tastatur, die sich seitdem durchgesetzt hat. So. Es wird... Okay, und ich zeige erstmal die deutsche Variante hier. Hier ist die QWERTZ-Tastatur. Ne? Und hier sieht man auch gleich noch ein bisschen deutlicher durch die Farbkodierung. Unten sehen Sie die 10 Finger. Welche Finger für welche Tasten zuständig sind beim 10 Fingertippen? Ja? So. Also Sie wissen vielleicht, weiß nicht, ob Sie, wer von Ihnen kann denn 10 Finger tippen? Mal gucken. Oh, 2. Okay. Wer hat sich damit schon mal befasst? Auch so wenige. Okay, dann müssen wir vielleicht doch ein bisschen mehr erklären. Also, ich simuliere das jetzt hier mal an dem Beamer. Ne? Also der kleine Finger der linken Hand, der beginnt, liegt auf dem A. Ne? A, S, D, F sind die 4 Finger. Der Daumen ist freischwebend. Der Daumen liegt letztlich auf der Leertaste. Ja? Also A, S, D, F. Und die rechten Finger, die rechten 4 Finger außer Daumen, der auch für die Leertaste zuständig ist, liegen auf dem J, K, L, Ö. Das ist dieses typische A, S, D, F, J, K, L, Ö. Das ist so eine der ersten Zeilen, die man lernt beim Fingerschreiben. Egal welches System man hat, in der Regel oder oft lernt man diese Grundlinie als erstes. So. Und jetzt ist es so, dass die Finger auf dieser Grundlinie liegen und dort immer liegen. Ne? Das heißt, man hat die Finger positioniert auf der Tastatur und bewegt nun die Finger relativ gesehen von dieser Grundposition. Und Beispiel, wenn ich die Taste R tippen will, ne, dann gehe ich mit meinem Zeigefinger F, das sagen die Farben hier, mit dem Zeigefinger F, der normalerweise auf F liegt, gehe ich zu R hoch, drücke R und anschließend gehe ich aber sofort wieder mit meinem Zeigefinger zurück zu F. Und damit ich wieder in der Grundposition bin. Na, das ermöglicht das blinde Tippen. Die Finger haben eine Position, und von denen aus ich immer relativ mich bewege, aber nie alle auf einmal. Ich hebe nicht die Hände hoch, dann hätte ich ein Problem. Dann muss ich auf die Tastatur wieder gucken, damit sie wieder richtig liegen. Sondern ein Großteil der Finger befinden sich einfach in der Grundposition, sodass ich immer wieder zurück kann und somit mich nicht visuell orientieren muss, sondern rein haptisch. So, die Leertaste wird vom Daumen betätigt, was... Da gibt es auch verschiedene Systeme. Ne? Der eine sagt immer der linke Daumen, der andere sagt immer der rechte Daumen. Andere Systeme sagen wurscht irgendein Daumen. Ja? Und manche sagen auch, oder manche Systeme schulen auch so, dass immer der Daumen derjenigen Hand die Leertaste klickt, die vorher nicht den Buchstaben zuvor getippt hatte. Also wenn ich jetzt mit dem linken Zeigefinger die Taste R angetippt habe von dem Board Aber, dann drückt der rechte Daumen die Leertaste und umgedreht. So, das ist auch ein System. Ne? Das hat insofern ein bisschen System, weil das gleiche bei der Shift-Taste der Fall ist. Die Shift-Taste, sieht man hier, wird mit dem kleinen, also mit dem Zeigefinger bedient jeweils. Und zwar immer mit dem kleinen Finger, Entschuldigung, nicht mit dem Zeigefinger, mit dem kleinen Finger, genau. Und zwar immer mit dem kleinen Finger, der nicht den entsprechenden Buchstaben, der groß gedrückt werden soll.
der nicht an derjenigen, der an der gegenüberliegenden Hand ist. Ja? So. Also angenommen, ich will ein großes R machen mit dem linken Zeigefinger, dann nimmt der rechte kleine Finger, drückt dann Shift. Oder ich will ein großes H mit dem rechten Zeigefinger drücken, dann wird der linke kleine Finger Shift drücken. Ja, also immer gegenüberliegend, die gegenüberliegende Hand betätigt Shift. So. Ja. Okay, die QWERTZ-Tastatur. Die hat sich entwickelt aus diesen ursprünglichen Modellen. Ja? Und man kritisiert immer zunehmender diese Tastatur. Weil sie unergonomisch ist, ja, und unsystematisch eigentlich. Wenn Sie hier mal schauen, die linke Hand wird im Deutschen, wahrscheinlich auch in anderen Sprachen, viel häufiger betätigt als die rechte. Weil die Buchstabenhäufigkeit so entsprechend liegt. Ne? Weiß jemand, was der häufigste Buchstabe in der deutschen Sprache ist? Ja? E, genau. E, linke Hand. Was ist der zweithäufigste? Ja? Nein? Nein? Das sind die häufigsten. Der zweithäufigste ist? Nein, N. Ne? N ist jetzt rechte Hand, okay. Dann kommt? Nee? Nein, I kommt dann. I? Ich, ne, habe gestern in Wikipedia nachgeguckt, da steht die Liste. I kommt dann, das ist auch rechte Hand, aber dann kommt S. R, A, T. So, und das ist alles linke Hand. Ja, genau. Habe ich mir so gemerkt, die häufigsten Buchstaben in der Reihenfolge ist Enisrat. Ne? Das fragen Sie mich nicht nach meinem, nach meiner Eselsbrücke. Okay. Also, die linke Hand, E, A, R, T, S, das sind alles relativ häufige Buchstaben im Deutschen. Ja? Und ja, die wird einfach übermäßig beansprucht. Das muss nicht sein. Also eine gleichmäßigere Beanspruchung beider Hände wäre sinnvoll. Ja? Außerdem kann man sich überlegen, gut, dass jetzt diese Typenhebelgeschichte damals der Grund war, dass die Tasten so liegen. Muss jetzt überhaupt kein Grund sein, dass man die Computertastatur so gestaltet. Ne? Das Problem ist allerdings natürlich, dass sich die durchgesetzt hat. Es gibt so viele Leute, die haben das Zehnfingerschreiben an dieser Tastatur gelernt. Und die kaufen sich natürlich auch solche Tastaturen. Und die ganze Welt, oder ganz Deutschland, ja, benutzt, oder andere Länder benutzen diese Form der Tastatur. Das heißt, etwas, was sich jetzt so durchgesetzt hat und etabliert hat, zu ändern nach einer sinnvolleren Variante, ist natürlich verdammt schwierig. Ja? Es gibt trotzdem immer mal wieder Versuche, andere Tastaturformate einzuführen. Die Dvorak-Tastatur ist so eine. Ich zeige Ihnen nochmal eine andere, relativ neue deutsche Initiative, ist Neo. Ja? Neo ist eine deutsche Initiative, die eben zum Beispiel die Buchstabenhäufigkeit in deutschen Texten berücksichtigt und die Buchstaben entsprechend verteilt. Ne? So, jetzt kann man hier sehen, das E ist der linke Zeigefinger und liegt direkt drunter. Ja, ich muss den Finger nicht bewegen für das E. Ich mache einfach Klack. Und weil das E so häufig vorkommt, dann muss ich bei dem häufigsten Buchstaben einfach nur Klack machen. Im Gegensatz zu dieser Tastatur hier, da liegt das E hier schräg oben. Ne? Ich muss also sozusagen den Mittelfinger nach oben bewegen für das E. Das ist Quatsch eigentlich, ne? Wenn das E so häufig vorkommt. Auf der anderen Seite liegen so sehr häufig benutzte Buchstaben wie das J, ja, unter dem Zeigefinger. Das brauche ich praktisch nie, das J. So. Ne? Das ist also eine nicht sinnvolle Anordnung, was die Buchstabenhäufigkeit anbelangt. Neo hat es berücksichtigt und hat das E und das N beispielsweise unter den Zeigefinger gelegt. Und Sie sehen ja beispielsweise auch das R und das T und das A relativ prominent und das S auch relativ gut erreichbar hier mit dem Zeigefinger. Ja. Weil ich weiß, da ist noch was wesentlich cooleres, nämlich häufige Wörter in einer Linie. Ah. Wenn ich einmal meine Hand die Linie nach oben schiebe, ja, kann ich das ganze Wort in keiner Wörter. Bei Neo? Also mir fällt jetzt kein... Ja, mir fällt jetzt kein Wort ein mit X, V, L, C, W, K, H, G, F, Q. Ja, weiß ich auch nicht genau, ne? Aber cool. Ja, ja. Okay.
Also was auch bei Neo gut ist, ist, es hat nicht nur zwei oder drei Ebenen, sondern sechs. Das ist jetzt die erste Ebene, die zweite sind die Großbuchstaben, ne? Und dann hat es aber sowas wie mathematische Symbole auf irgendeiner Ebene, also auf fünften oder sechsten Ebene mathematische Symbole. Und auch die Akzente etc. pp. Sind relativ gut organisiert. Das ist bei der anderen Tastatur mehr oder weniger unglücklich. Wie mache ich jetzt so ein A mit einem Strichelchen oben, das von rechts oben nach links unten geht oder von links oben nach rechts unten? Ja? Also diese ganzen Akzente, die auf den Buchstaben liegen, das ist bei unserer Tastatur eigentlich relativ umständlich. Ja? Und da gibt es solche Initiativen wie beispielsweise die Neo-Initiative, aber natürlich haben diese Initiativen die Schwierigkeit, sich durchzusetzen gegen die etablierte Variante. Vielleicht hat man mal Glück, dass sich das ändert. Ja. Nur noch ganz ergänzend, dass das man ja auch sagen, die häufigen Konsonanten sind alle rechts und die Vokale sind alle links. Ah ja. Man genau. Macht das auch gleich und abwechselnd, so wie es eben war. Ja. Sehr schön, genau. Das ist super, genau. Das habe ich mir noch gar nicht aufgefallen. Die Vokale liegen alle unter der linken Hand und die Konsonanten alle auf der rechten. Das heißt aber, dass sich Konsonanten und Vokale ja in der Regel irgendwie abwechseln, ja, dass man die Hände auch nacheinander benutzt. Dass man also hier vielleicht sogar einen Schnelligkeitsgewinn dadurch kriegt. Oder mit Sicherheit kriegt man dann einen Schnelligkeitsgewinn durch. Ja, wenn man denn das Zehnfingerschreiben auf einer solchen Tastatur lernt. Okay. Gut, das auch mal gezeigt, natürlich haben wir das Problem sozusagen, oder Problem, weiß ich, aber die Situation, dass eben die QWERTZ-Tastatur, also die, die wir üblicherweise benutzen, auch tatsächlich in den Schulen etc. pp. Verwendet wird und dass man darin weiterhin zehn Finger schreiben lernt. Auch darüber können wir nachher mal diskutieren, ob man nicht dazu übergehen sollte, vielleicht die Neo-Tastatur einzuführen in der Schule. Why not? So, hoppala, hier stimmt irgendwas nicht. Ist egal. So, wichtig ist natürlich, und das ist sozusagen auch die ergonomischen Aspekte am Zehnfingerschreiben, ist immer, dass man sich auch über seine Körperhaltung bewusst wird vorm Rechner. Ne? Wenn man jung ist, ist das alles kein Problem, da kann man schräg vorm Rechner sitzen, Füße auf dem Tisch, Cola-Dose zwischen den Beinen und dann wird da irgendwie auf der Tastatur rumgehackt, die auf den Knien liegt. Ne? Das geht alles, aber das rächt sich dann im Alter, ja. Würde ich vermuten. Okay, Körperhaltung ist wichtig. Also hier sieht man mal so ein Bild, wie man richtig am Rechner sitzt. Ne? Also höhenverstellbarer Stuhl, ganz wichtig. Ja? Nicht irgendeinen Stuhl nehmen. Ja, höhenverstellbar heißt natürlich nicht sinnlos verstellen, sondern so, dass man die Füße gut auf den Boden stellen kann und die Beine im rechten Winkel stehen, beziehungsweise ein bisschen größer als der rechte Winkel, wird häufig empfohlen. Ne? Nicht exakt im rechten Winkel, sondern so leicht nach vorne. Okay, natürlich sollte man aufrecht sitzen. Hier die Stuhllehne sollte entsprechend den unteren Bereich auch des Rückens stützen. Und man sieht hier, die Arme sind auch im rechten Winkel oder vielleicht ein bisschen größer angeordnet. Dann die Distanz hier zum Monitor sollte nicht zu nah sein, ne? Sonst kriegt man irgendwann brennen die Augen. Und ich habe auch auf anderen Seiten gelesen, 90 cm Abstand, 70, 80 cm Abstand. So ein junger Heranwachsender oder Erwachsener sollte den Arm ausstrecken können und den Monitor nicht berühren. Ne? Also wenn sie nicht berühren, ist okay. So. Dann, ganz wichtig, Handhaltung. Das wird immer falsch gemacht oder oft falsch. Man muss sich immer wieder, gerade wenn man jetzt zehn Finger schreiben lernt, immer wieder bewusst machen, wie muss ich die Hände halten. Nicht die Handgelenke einknicken. Wichtig, nicht einknicken. Ja? Sie klemmen sich Nerven ab, wenn sie das lange machen. Sie haben Probleme irgendwann mit ihren Handgelenken, es schmerzt und irgendwann können sie die gar nicht mehr bewegen oder so. Ja? Nein. Okay, also Sie müssen halt wirklich aufpassen. Der Unterarm muss mit der Hand sozusagen eine gerade Linie bilden. Ja? Manch einer sagt auch, man kann mal so Münzen drauflegen und gucken, dass sie nicht runterfallen oder so Scherze. Ne? Muss das unbedingt sein. Also, aber nicht einknicken auf jeden Fall. Handballen liegen nicht auf. Das ist sozusagen fast synonym. Ne? Wenn man einknickt, liegen die Handballen auf. Die Handballen sind in der Luft. Und man tippt jetzt so und die Hände liegen locker mit den Fingerspitzen auf den Tasten. Alles andere liegt nicht auf. Fingerspitzen auf den Tasten. So sind sie auch schnell. Ja, wenn sie aufliegen, behindern sie sich selbst mit den Händen. So sind sie richtig wendig. Und
beim Tippen nur die Finger bewegen. Natürlich nicht den ganzen Körper oder so, ja. Und auch nicht die Arme hin und her bewegen, sondern nur die Finger. Das ist eben der Vorteil, dass Sie, wenn Sie nur die Finger bewegen, Sie nicht aus der Grundposition rauskommen. Und das ist natürlich auch ein didaktischer Hinweis, dass wenn man jetzt Kinder daran anleitet, zum Fingertippen zu lernen, dass sie immer wieder die Finger auf die Grundposition legen. Ne? Die wandern immer runter. Ich habe es mal in der Schule ausprobiert. Natürlich, die Hände gehen immer runter. Ne? Weil man nicht gewöhnt ist, weil man sich immer wieder bewusst machen muss, Fingerspitzen auf die Grundposition. A, S, D, F, J, K, L, Ö. So, ja? Aber das ist verleitend auch eigentlich alles, was wir von der anderen diese Handballaufgabe machen, ja. Auch hier. Ja. Ja. Das heißt, weil die ganzen Ja, die meisten Tastaturen sind auch nicht nach ergonomischen Richtlinien gestaltet, würde ich sagen. Also da gibt es ja auch Entwicklungen, so seitlich abgeknickte Tastaturen und was weiß ich. Ne? Ja, das muss man schon auch mit berücksichtigen. Okay, auch wichtig, vielleicht didaktischer Hinweis, nicht am Laptop üben. Das ist nicht so gut Laptop, sondern eher normale Tastatur nehmen, die man schön vor sich auf dem Tisch positioniert und auch entsprechenden Widerstand von den Tasten hat. So, didaktisch-methodische Aspekte, wenn man das macht in der Schule, soll man ein paar Sachen berücksichtigen oder worauf muss man achten? Kinder immer wieder anleiten, nicht auf die Tastatur zu schauen. Der Witz ist ja, das Blindschreiben zu lernen. Das heißt, man muss ins Gefühl kriegen, wo liegen die Tasten. Nicht drauf schauen, sondern auf den Monitor schauen. Ich stelle Ihnen gleich ein Tool vor, mit dem man sozusagen, wo auf dem Monitor dann entsprechend erscheint, was man tippen muss. Wenn man immer hin und her wechselt, dann verliert man sozusagen den Überblick, was man gerade tun muss oder so. Oder man verliert auch Zeit letztlich. Das muss klar sein, ich gucke auf den Monitor und bediene nur die Finger. Wenn das Kindern nicht klappt oder nicht glückt, dann kann man auch folgende Dinge machen. Handtuch über die Finger legen oder Papier über die Finger legen, über irgendeine Abdeckung drüber. Ne? Dass man nicht sieht, wo man ist. Okay, ist eine Möglichkeit. Beziehungsweise man kann vielleicht auch, insbesondere am Anfang, auch als Ausnahme gestatten, auf die Tasten zu schauen, insbesondere auch die Finger wieder in die Grundposition zurückzurücken. Aber dann darf nicht getippt werden. Ja, sondern einfach nur schauen, positionieren, nach oben schauen und dann geht's los. Betonung, Finger immer in Grundposition zurück. Wenn Sie die nicht in der Grundposition haben, dann machen Sie irgendwas. Sie können nicht tippen, wenn Sie sie nicht in Grundposition haben. Geht nicht, ja. So. Dann, was ich Ihnen auch gerade gezeigt habe, Trainingsmaterial mit Farbkodierung ist gut, ne, dass man weiß, welchen Finger bediene ich. Oder wenn die Software, mit der man übt, auch gleich zeigt, mit der Farbe irgendwie kennzeichnet, welchen Finger muss ich gerade benutzen, um eine Taste zu drücken. So, dann die Systeme, die es gibt zum Erlernen von 10-Finger-Schreiben, die haben in der Regel so eine Stufung drin. Ne? Welche Griffwege erlernt man zuerst, welche kommen danach? In der Regel lernt man zuerst die Grundbuchstaben auf der Grundreihe kennen. Also A, S, D, F, J, K, L, Ö in irgendwelchen Silben oder Zusammenstellungen, um dann im nächsten Schritt die einfach erreichbaren Buchstaben oben und unten zu nehmen, also gerade die leicht schräg oben drüber oder unten drunter liegen, um dann im nächsten Schritt die Tasten zu nehmen, wo man mehr spreizen muss, insbesondere mit den Zeigefingern in der Mitte. Ja? So, das ist eine Möglichkeit, es gibt aber verschiedene Varianten, in der Regel hat man aber so einen steigenden Schwierigkeitsgrad mit dabei, ja? Bei der Erreichbarkeit der Buchstaben. Auch ein didaktischer Hinweis, Großschreibung sollte nicht zu spät kommen. Also nicht am Ende, erstmal alle Tasten, dann Großschreibung oder so, weil man natürlich dann auch in der Schule insbesondere da reinkommt, dass die Kinder viele Wörter einfach rechtschreibmäßig falsch tippen, weil sie alles klein tippen müssen. Also wenn man anfängt, echte Wörter zu tippen, dann sollte man auch insbesondere in der Schule auch die Großschreibung schon mit dabei haben. Außerdem ist es ein anderes Erleben, wenn man die Großbuchstaben mit hineinnimmt und dann auch tatsächlich richtige Texte mit großen und kleinen Buchstaben tippt und nicht einfach nur kleinen Buchstaben. So, und natürlich ist es wichtig, das Grundprinzip ist Üben. Und zwar Üben in dem Sinne von häufige Wiederholung führt zur Automatisierung. Am Anfang ist es wie beim Autofahren. Ne? Am Anfang muss ich nachdenken,
Gas geben, Kupplung, wann, wie und so, ne? Bremsen, was, wann drücke ich die Kupplung, mit welchem Fuß, links oder rechts. Ne? Als Fahranfänger macht man sich das immer wieder kognitiv bewusst. Was dazu führt, dass man andere Dinge im Straßenverkehr nicht so richtig mitkriegt. Ja, weil man so viele Dinge beachten muss. Durch die viele Übung aber wird es automatisiert. Und automatisieren bedeutet, es muss nicht durch mein Bewusstsein durch, um ausgeführt zu werden. Sondern es passiert einfach. Wenn ich Auto fahre, denke ich nicht drüber nach, welchen Fuß ich wann bedienen muss. Sondern es geht automatisch. Es ist nicht in meinem bewussten Arbeitsgedächtnis, sagt man, es ist nicht im Arbeitsgedächtnis. Ja? Sodass ich meinen Kopf frei habe, war ein bisschen Flachs formuliert, meinen Kopf frei habe für andere Dinge. Das führt zum Beispiel dazu, dass wenn Sie Auto fahren, dass Sie ankommen und sich überlegt haben, was war jetzt eigentlich auf der Fahrt? Ich habe von der Fahrt gar nichts mitgekriegt. Ja, weil ich irgendwie über was anderes nachgedacht habe. Ne? Viele Prozesse laufen dann automatisiert ab. Und genauso soll es natürlich hier auch sein. Sie wollen ja sich nicht konzentrieren aufs Tippen. Sie wollen sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, also auf den Text, den Sie schreiben beispielsweise. Und dafür wollen Sie alle kognitiven Ressourcen frei haben. Und alle kognitiven Ressourcen frei haben heißt am besten, das Tippen läuft automatisiert. Und dafür ist den Fingerschreiben gut. Und ein wichtiges Grundprinzip ist auch Feedback. Also wenn Sie üben, dann wollen Sie auch Feedback haben hinsichtlich, wie gut sind Sie, wie haben Sie sich verbessert von Woche zu Woche. Also so ein Fortschritt, dass man so merkt, es bringt was, ich werde schneller, ich werde besser. Und da sind natürlich Systeme, Tipptrainer und so sehr gut, die einem so ein Feedback automatisch geben, Statistiken oder ähnliches. Und natürlich wird man in der Schule auch einen Tipptrainer verwenden, also Schülerinnen und Schüler mit einer Software arbeiten lassen, die einem dabei unterstützt und auch ein entsprechendes Feedback gibt, weil man ja gar nicht individuell jedem Schüler als Lehrer Feedback geben kann in dem Maße. Ja? Sondern die Software, die hat auch ganz andere Zugriffsmöglichkeiten auf die Statistik, wie schnell tippt jemand und so weiter, wie viel Fehler macht. Jetzt gibt es auf dem Markt natürlich unendlich viele Tipptrainer. Ja? Und es gibt auch ziemlich viele freie Software, die nichts kostet, die man sich installieren kann einfach. Und eine Software, die ich mir in der Schule eingesetzt habe, ist Rapid Typing Tutor. Das ist jetzt ein Vorschlag, damit arbeiten wir jetzt gleich mal. Ja? Ein Vorschlag, es gibt noch weitere, eine Liste von unendlich vielen, habe ich Ihnen hier unten auch einen Link drauf gemacht. Da können Sie sich auch andere angucken, wenn Sie interessiert sind, mal ein größeres Spektrum zu sehen. An dem Rapid Typing gibt es mehrere Vorteile. Erstens, er ist Freeware, er kostet nichts. Das heißt, man kann ihn in der Schule installieren, auf Servern installieren, hat auch mehr Benutzermodus, was auch sinnig ist, ne, dass man sich einfach unter seinem Namen anmeldet und dann die Statistiken hat und jemand anders meldet sich an, hat seine eigenen Statistiken. Auch Schüler können es auch zu Hause installieren. Das ist ja ganz wichtig, dass man permanent übt. Das ist das Grundprinzip. Ne? Ich kann nicht nur einmal pro Woche üben. Ich muss dann am Anfang auch täglich üben. So. Und dann können die Schüler das auch zu Hause installieren und zu Hause üben. Und es gibt eine portable Version. Das heißt, die kann man einfach nehmen, auf den Stick tun und mit sich führen. Und das ist natürlich auch in der Schule wichtig, ne? Dass ich nicht in der Schule auf dem Schulrechner eine andere Statistik habe als zu Hause auf meinem Rechner, sondern ich habe einfach meinen Rapid Typing Tutor auf meinem Stick dabei und den stecke ich zu Hause rein und stecke ich in der Schule rein und habe immer meine Umgebung. Das ist also sehr gut. Außerdem ist es hier so ein einigermaßen kindgerechtes Design. Hier hat man so ein paar Comicfiguren drauf und so. Ne? Da kann man auch den Hintergrund ändern. Lauter so Geschichten. Und das Design ist auch relativ hübsch hier. Ne? Also man sieht hier unten direkt auch die auf der virtuellen Tastatur, welchen Finger ich benutzen muss. Ne? Hier sieht man hier, S kommt jetzt und dann muss ich den linken Ringfinger verwenden. Das heißt, es ist von Anfang auch eine Hilfe, wo liegen meine Finger und was muss ich tippen. Wobei hier unten ist eigentlich nicht so schön, dass die kleinen Finger da auf dem Y, nee, was ist das jetzt, Y doch liegen, das sieht so aus, als sei das die Grundposition, aber da muss man Schüler eben sagen, okay, A ist die F, J, K, L, Ö ist die Grundposition. Hat jede Menge Statistiken, also ich will jetzt keine Werbung für das Tool machen, es gibt auch andere, die sind auch gut, ne? Aber das setzen wir jetzt gleich mal ein. Die portable Version habe ich Ihnen aufs, ins Intranet gelegt, sodass Sie die jetzt auf den Rechner ziehen können und üben können. Okay,